Hi Leute, heute hier aus Teutschenthal zum Hain Grand Prix. Mein Bruder und ich wieder mit am Start. Ich gebe mal ein Gastspiel heute, natürlich vor der geilen Kulisse hier in Teutschenthal und schaut euch unser Video an. Ja, heute ist Samstag, der erste Tag von beiden. Heute stehen eigentlich nur die Qualifikationen sozusagen an. Beziehungsweise geht es um Startplatz für morgen. Wir haben früh ein freies Training, danach war ich bei der Riders Door Autogrammstunde, die morgen natürlich auch nochmal ist. Und dann sind wir in ein Zeittraining gegangen, wo die Startplätze fürs Qualifying Race ausgetragen oder ausgefahren werden. Und im Qualifying Race, das geht 20 Minuten plus 2 Runden, wird natürlich dann der Startplatz für morgen ausgefahren. Ja, Teutschenthal auf jeden Fall immer eine geile Kulisse, geile Strecke. Viele Fans, viele deutsche Fans, deswegen haben wir uns auch dafür entschieden, dass wir hier an den Start gehen. Und ja, auf jeden Fall immer ein geiles Feeling, hier dabei zu sein. Strecke ist tricky, auf jeden Fall haben ein paar neue Sektionen drin, große Sprünge, viele Rillen. Ist man gar nicht so gewohnt, wenn man die GPs nicht so oft fährt. Aber die Kulisse ist allemal wert, geiles Training, macht einfach nur Spaß. Ja, also hier im Talkessel, klar, was es besonders macht, ist erstmal, dass es zu Hause ist, nicht weit weg von zu Hause. Und natürlich die Fans, weil das ist so eine besondere Atmosphäre, so eine besondere Stimmung. Da kriegt man richtig Gänsehaut und einen Helm und will natürlich noch mal mehr Gas geben. Das Quali-Race lief so für mich. Also der Start war überhaupt nicht gut. Dann, wie gesagt, in der ersten Runde war es so extrem staubig. Ich musste anhalten, weil ich nichts gesehen habe. Und die vor mir sind auch teilweise angehalten. Das war ganz schön. Es war wild, aber ich hatte da einen guten Fluss gefunden. Konnte auch mit den Jungs, sage ich mal, bis Platz 13 gut mitfahren. Habe dann zwischendurch ein bisschen Anschluss verloren, weil ich mich an einen zu überholen ein bisschen lange aufgehalten habe. Aber mit Platz 18 bin ich zufrieden, habe mich verbessert im Vergleich zum Zeittraining. Und dann gucken wir, morgen zählt's. Also morgen bessere Starts und dann wird alles gut werden. Ja, für mich war es okay. Ich habe mich auch gesteigert zum Qualifying. Für mich ist das hier ein gutes Training. Ich nehme das mit und probiere daraus so viel wie möglich mitzunehmen, so viel wie möglich Fahrpraxis zu sammeln. Und war 26, ist okay, noch da und dort ein paar kleine Sachen. Aber alles in allem ist hier das Ergebnis nicht für mich im Vordergrund, sondern einfach die Atmosphäre mit aufzunehmen, das alles ein bisschen zu genießen. Und klar, das Beste zu geben ist immer das Mindeste, aber trotzdem passt. Und morgen ist ein neuer Tag. So.
Zeig mal was, Video oder Burnout. Komm hier. Tom, was passiert jetzt? Wir gucken mal kurz hin da auf dem Campingplatz. Die Jungs ein bisschen anfeuern, wenn die einen Begrenzer, jagen. Alle. Team Kawasaki! Alle! 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 Sonntag, Wochenende schon wieder fast vorbei, aber die zwei wichtigsten Rennen stehen ja noch bevor. Jetzt gerade noch bei ein paar Autogramme schreiben. Gleich geht es in die zwei Wertungsläufe. Strecke ist mega, Fans sind mega, kann nur geil werden. Deswegen, also, Attacke. Das erste Mal beim Motocross beim MXGP und es ist einfach der absolute Wahnsinn. Wie die Jungs hier lang brettern, ist wirklich einfach unnormal. Tom, richtig gut platziert, Performance allgemein. Also wer das noch nicht gesehen hat, muss ich das auf jeden Fall mal in echt angucken. Ja, das ist unnormal, einfach nur unnormal. Steht da hinten auf deinen Finger, hast du da noch Narben? Ja. Ja, auf jeden Fall. Erstes Rennen ist vorbei jetzt und auf jeden Fall straffes Ding, definitiv. 30 Minuten plus 2 auf der Strecke, anspruchsvoll, viele Spuren und da denkt man schon, man kann ein bisschen Motorrad fahren, aber dann kommt Geiser nochmal angeflogen, das ist schon was ganz anderes, das ist einfach eine andere Liga, das ist einfach so und gut gekämpft, aber leider noch zwei Plätze herschenken müssen, 24 am Ende, ja, das Ergebnis ist prinzipiell erstmal egal, weil ich sag mal, ob du jetzt ein 24. oder 22. wirst, ist hin wie her.
Aber trotzdem, mal gucken, die Stimmung war natürlich geil, es war gut auf jeden Fall, gerade am Anfang, wo wir alle relativ eng zusammen waren, war auf jeden Fall die Hölle, oder war gut was los, hat man gehört, man hört jeden Einzelnen unterm Helm und nee, geil, mal sehen, wie es im zweiten Lauf wird, ich gebe nochmal alles und genau, nochmal mehr Erfahrung sammeln. Ja, also, so auf jeden Fall sehr steinig hier. Und man sieht es ja hier ordentlich, überall Einschläge, man muss nur, duckt man sich immer, weil das echt extrem hämmert. Und am besten mal leicht versetzt fahren, weil sonst extrem Steinschlag. Jetzt geht's los, den zweiten Lauf. Nochmal alles rausholen, weil ich kann nichts mit nach Hause nehmen. ja, mal sehen, was rauskommt. Kohle habe ich mir verdient heute. Extrem anstrengend hier auf der WM-Strecke in Teutschenthal. Viel gelernt. Im ersten Lauf noch ein bisschen Probleme gehabt mit der Strecke. Aber immer besser in Fahrt gekommen im Laufe des Tages. Im zweiten Lauf jetzt an der Gruppe vor mir dran geblieben. Punkte waren zum Greifen nah, 22. Ich bin trotzdem vom Fahren her top zufrieden. Ich habe mein Bestes gegeben. Geile Kulisse, geile Leute. Und ich hoffe nochmal, so eine Chance nutzen zu können. Jede Runde an den Fans vorbeizufahren. Immer die Kulisse, die Geräusche, ist geil. Macht einen, pusht einen nochmal extrem vorwärts und ich finde es wieder cool, dass so viele Leute da sind und ja, das macht Teutschenthal immer speziell. War krass, was er am zweiten Rennen gemacht hat, also echt Respekt, muss man was mal hinkriegen. Ja, zweiter Lauf jetzt vorbei, Start nach wie vor noch Mango, aber ich hatte im ersten paar Minuten ein bisschen mich an Watson aufgehalten, kam dann nicht so richtig vorbei, kam auch nicht so richtig dann in Fahrt, würde ich mal sagen. Dann ist die Lücke nach vorne einfach aufgegangen. Als ich dann vorbei war, war die Lücke einfach zu groß. Ich bin zwar auf Beaton wieder ein bisschen aufgefahren, der Platz 14 jetzt geworden ist, aber ja, im Endeffekt hat es für Platz 15 gereicht, Top 15, mega Ergebnis. Der Talkessel hat gebebt. Es war eine richtig geile Stimmung, wie jedes Jahr und mega, mega riesen Dank an alle Fans, die hier waren. Ja, wirklich fast noch mehr Gas gegeben als ich auf der Strecke. Nee, mindestens genauso viel. Aber ich freue mich jetzt schon auf nächstes Jahr wieder und dann reißen wir nochmal richtig ab hier.